So, Spiel Wilbers gegen Neubrück. 5-1 gewonnen für Neubrück. Hätte ich gerne mal ein Fazit vom Trainer. Ja, wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan in der Vorwärtsbewegung. Die Pässe sind am Anfang nicht so gut angekommen. Wilbers ist eigentlich überraschend 1-0 in Führung gegangen. Gut, Wilbers ist eigentlich eine technisch starke Mannschaft, aber läuferig war es halt so, dass wir ein bisschen was besser waren. Und war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir da wieder rankommen. Und das haben die Jungs dann nachher eigentlich auch ganz gut gemacht. Also eigentlich kann man so zufrieden sein, bis auf ein paar Sachen, die wir noch ansprechen müssen, wo es, wie gesagt, in der Vorwärtsbewegung ein bisschen was gehapert hat. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das ein souveräner Sieg und ein verdienter Sieg für uns. So, dann noch die Frage hier zum Abwehrchef, Herr Küppeli. Was sagen Sie dazu, dass Sie nach dem 3-1 hinten so sorglos gespielt haben? Ja, ich denke, nach dem 3-1 hat der Gegner sich auch irgendwie hängen lassen. Die hatten irgendwie auch keine Lust mehr, die haben auch nur noch auf Einzelaktionen beschränkt. Dann hatten wir halt auch ein bisschen mehr Platz zum Kontern. Die Abwehr war irgendwie nicht mehr gefordert, waren nur noch lange Bälle, die kamen vom Gegner und die haben wir dann abgelaufen. Aber die erste Halbzeit haben wir halt den Gegner nicht wirklich ernst genommen, die ersten Viertelstunde würde ich jetzt sagen. Und als wir die Zweikämpfe angenommen haben, haben wir auch das Spiel dann auch gedreht. Gut, dann haben wir eben die Nachricht bekommen, dass der direkte Konkurrent Türkgenç beim vermeintlichen noch nicht Absteigerrat 4-2 überraschend verloren hat. Herr Geimark, was sagen Sie dazu? Haben wir noch Chancen zum Aufstieg? Haben wir. Ich freue mich, dass Türkgenç verloren hat. Jetzt haben wir bessere Chancen, um aufzusteigen. Was sagen Sie dazu, Herr Trainer? Ja, ich gratuliere der Truppe von Frank Rieser. Nächste Woche bei uns 10 Liter, die ich versprochen habe. Wir werden dann in Richtung Rad gehen, aber Frank, mach dir keine Sorgen, nächste Woche gewinnst du nicht. Wie sieht's aus? Nächste Woche geht's gegen Rad, die spielen gegen Abstieg, wir wollen oben dran bleiben. Ja. Wie ist Ihre Prognose? Trainer? Oder wer? Ja, alle, egal. Ja, ich würde sagen, wir spielen jedes Spiel auf Sieg und wir werden wieder versuchen zu gewinnen. Und dann gucken wir, wie Rad aufgestellt ist. Man sieht ja, dass sie halt wohl zugelegt haben die letzten Wochen. Aber über den Kampf ins Spiel und dann sollte das normalerweise klappen. Also die Klasse haben wir von den Leuten her. Die müssen einfach nur auf dem Platz auch zeigen, was sie können. Okay, dann recht herzlichen Dank. Gerne. Hast du ein Logo drin?